glaube, sie ist unten. Mhm. In der Arena wahrscheinlich. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Dann schauen wir mal definitiv nach hier unten. So, boah, dieser Cube hier, ne? Let's go. Yo! Was läuft? Hello. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier. Ich wollte schon fast sagen bei Roblox, aber wir sind nicht bei Roblox, Leute. Es ist ein Real-Life-Hide-and-Seek hier im Level in Berlin und wir sind hier mal wieder im Game. Wir sind im Paradies. Wir sind im Gaming-Paradies einfach. Ich will hier gar nicht mehr raus. Falls ihr Danias Video noch nicht abgecheckt habt, wo wir die Location euch vorgestellt haben, macht es bitte. Nochmal vielen Dank an Level, dass wir hier drehen dürfen. Einfach die Infobox abchecken für weitere Infos hier über die Location. Wirklich richtig nice. Und wir sind heute hier, um Verstecken zu spielen. Und wenn du was du ja nicht so kannst, was willst du jetzt schon wieder? Was erzählst du jetzt schon wieder? Wenn du mich nicht findest, was? Bleib ich einfach hier. Ja, da musst du dich aber gut anstrengen. So, ich verstecke mich als erstes. Ja, dann Schüsseldorf. Nimm die Kamera mit. So, darfst nicht gucken, ne? Ich guck auch nicht. Du guckst eh, Mann. Ich bin bestimmt nicht an in dieser Location. Ja, geh weg! Möglicherweise ist es hier sehr dunkel. Und dadurch, dass es hier so dunkel ist, kann ich mich hier natürlich auch besser verstecken. Okay. Ich verstecke mich einfach hier in der Ecke. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich einfach was anderes angezogen, damit ich besser in der Umgebung verschwinde. Ich komme! So, wo hat sich Danja versteckt? Auf der oberen Etage? Okay, Autofahren wird sie definitiv nicht, weil sie das nicht kann. Wo bist du, Danja? Wo bist du? Okay, 3 Minuten Zeit. Guck ich auf die Uhr? Ja, ich guck auf die Uhr. Okay, so. Also bei Virtual Reality ist sie gerade nicht. Oder hat sie sich irgendwo hier unterversteckt? Guck mal unter die Tische. Nö, da passt sie sowieso nicht rein. Okay, okay. Ich glaube, sie ist unten. Mhm, in der Arena wahrscheinlich. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Dann schauen wir mal definitiv nach hier unten. So, boah, dieser Cube hier, ne? Oh. Hier muss ich mal eine Obi spielen. Danja! Okay, wo ist Danja? Wo ist Danja? Wo ist Danja? Wo bist du? Danja! Bist du hier im VIP-Bereich? Bist du hier im VIP-Bereich? Hm. 1,5 Minuten Zeit. Danja, ist sie am Zocken mal wieder? Hey, wo ist sie? Hä? Also gerade bin ich ein bisschen verwirrt. Ich dachte, ich finde sie jetzt. Okay, ich habe noch 2 Minuten Zeit. Ist sie vielleicht hier drin? Da bist du! Oh, Danja, ich hab dich gefunden. Sehr schön. Also, was ich dir schon mal sagen kann, du kannst nicht unter die Bühne krabbeln. Oh, wolltest du unter die Bühne gerade? Ja. Ja, wo wolltest du hier drunter krabbeln? Ja. Nein. Hättest du dich angestrengt, dann hättest du das geschafft. Ich habe zu viel zu Mittag gegessen. Ja, okay. Damit steht es 1:0 für mich. Aber das ist auch, guck mal, das ist ein Real-Life-Hide-and-Seek. Wir sind hier im Gaming-Paradies. Und es ist klar, dass ich das gewinne. Geh und verstecken Sie. Ja, du musst jetzt aber erst nach oben. Oh, so viel Bewegung! Los, jetzt geh nach oben! Du bleibst jetzt da. Ja, normal bleib ich da. So. Guck, hey, warum guckst du? Du darfst nicht gucken. Guck weg. So, verstecke ich mich oben oder
Ich weiß, wo ich mich verstecke. So, wir gehen wieder nach unten. Aber ich habe ja gerade den VIP-Bereich gesehen und der ist natürlich wie gemacht für mich. Minute ist definitiv um. Ich hoffe, der hat sich versteckt. Der freche Dachs. Kahn ist halt schon sehr, sehr gut im Verstecken, ne? Das muss man einfach mal sagen. Oh Gott. Jetzt klicke ich hier fast noch einen Stuhl drüber. Hervorragend quasi. Da hat er sich auch im Klo versteckt oder sowas. Kann ich mir auch vorstellen. Ich habe jetzt noch 2 Minuten. Ist ja schon auch ein bisschen krass, dass der auch hier runtergegangen ist. Ist er hier reingegangen? Das traut er sich doch nicht, oder? Hier unter Dings drunter zu kriechen, weiß ich nicht. Das hätte ich schon fast gebrüllt gefunden, aber das war nicht klar. Das gibt's doch nicht. Wo hat der sich denn versteckt? Alter, das ist doch einfach nicht die Möglichkeit. Zeit. Du darfst ja eigentlich gar nicht in diese VIP Red Bull Lounge. Darfst du eigentlich gar nicht. Ja, du darfst eigentlich gar nichts. Du darfst eigentlich gar nicht hier rein. Ja, okay, steht 1-1. Aber ich habe das Gefühl, trotzdem, ich werde heute gewinnen. Weil ich habe noch ein Versteck gleich im Kopf. Ja, ich habe das Gefühl, du stinkst. So, ich gehe mich verstecken. Machen Sie jetzt mal die Augen zu. Die Kamera kann es nicht sehen, also. Ja, okay. Ich bin hier aus, okay. Mach halt die Augen zu jetzt. Ja, stressig. Einfach nur am Schummeln. Immer am Schummeln. Ich hätte jetzt schon Lust auf so einen Burger. Okay, 3 Minuten ab jetzt! So. Ich glaube, Daniel hat sich aber diesmal... Ey, das ist gerade nicht dein Ernst. Willst du mich jetzt hier gerade total hops nehmen? Was ist denn mit dir schiefgelaufen, Mann? Was ist denn... Ich dachte voll, dass du gut versteckst. Warte mal, stopp. Was ist denn mit dir schiefgelaufen? Ha? Dass du dich hier beim Auto, bei den Autos versteckst? Ich habe gedacht, das ist voll das gute Versteck, weil... Das ist jetzt gerade aber nicht ernsthaft passiert, oder? Ich dachte, es ist richtig gut, dass du mich hier nicht findest. Oh. Ja, das war auf jeden Fall eine schnelle Runde, aber dementsprechend führe ich jetzt 2-1. Das war wirklich eine ganz schnelle Runde. Nicht mehr lange, bitteschön. Sehr gut. So, ich könnte ja diesmal oben bleiben. Könnte ich mich denn hier verstecken?
Okay, Minute ist safe um. Ich finde den. Das wird schon. Ich will jetzt auch nicht hinterherhängen. Das wäre ausgesprochen schlimm. Das Ding ist, Kahn hat schon so gefragt, wo wir uns nochmal verstecken. Das heißt, er hat sich jetzt wahrscheinlich irgendwas richtig Bescheuertes überlegt. Glaube ich zumindest. Es ist so schön hier, echt. Es ist einfach so schön hier. Ich sag's euch so, es ist einfach ein wahr gewordener Traum. Alles, was ich mir damals gewünscht habe, als ich zu Hause gesessen habe und alleine für mich gezockt habe, alles. Es ist alles hier. Es ist einfach perfekt. Es ist einfach. So, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Ist Kahn so drauf und versteckt sich jetzt hier unter der Bühne? Nee, das macht er nicht. Boah, irgendwie habe ich das Gefühl, der ist ins Kino gelaufen. Irgendwie habe ich das so ein Gefühl. War wohl das falsche Gefühl? Mann. Ich hab gedacht, du bist im Kino. Ja, war ich auch, aber ich war hier vor der Tür und da habe ich gehört, dann bin ich hier hingekommen. Kannst du mal die Augen zumachen? Was hast du denn? Ich schummel doch nicht. Normal schummelst du. Okay, hast du recht. Du bist der Größte. Mach jetzt. Ja, ist doch okay. Ja, du hast. Das hat doch nichts damit zu tun, dass du deine Augen zumachen sollst. Ich würde so gerne hinter diese Bar springen. Aber ich kann nicht einfach über den Tresen hüpfen, oder? Der wird mich hier nicht finden. Die Runde gewinne ich. Die Runde werde ich sowas von gewinnen. Okay. Dezent klein. Okay. 3 Minuten ab jetzt. So, ich glaube, diesmal hat sie sich oben nicht versteckt, aber sicherheitshalber suche ich hier auch nochmal. Vielleicht hier bei Virtual Reality? Beim Hologate? Ich glaube aber nicht. Das werden wir definitiv auch machen. Also wie gesagt, falls ihr die Location noch nicht gesehen habt, schaut euch dann das Video auf jeden Fall an. Okay? Versprochen? Gut. Weil da stellen wir das alles hier schön vor. Das geht nach unten. Ist dann ja vielleicht in dem Cube? Ich guck mal. Dann ist vielleicht in dem Cube. Schön kühl hier. So kühl müsste es in meinem Zimmer sein. Okay, sie ist nicht hier. Okay, jetzt wird es tatsächlich ein bisschen schwierig. Nö. Ich weiß, hier ist es jetzt etwas dunkler. Ist der Alarmbereich. Danja, sag mal, was hast du eigentlich damit, dich überall hinzulegen? Huh? Okay, ich weiß, man kann dich jetzt hier gerade nicht sehen, aber Danja liegt hier. Also könnt ihr die Schuhe sehen. Was hast du eigentlich damit? Guck mal, wenn du dich hinlegst, dann leg dich doch wenigstens da hinten hin. Ich hab 38 Mal gesagt, in dieser Runde findest du mich nicht. Ich sag, du findest mich nicht. Es ist gar nicht möglich, dass du mich jetzt findest. Ja, das war richtig schlecht versteckt. Das war ja, aber dann, guck mal, versteck dich doch da hinten oder so. Da, an den PCs da hinten. Ja, dann ja. Schön blöd. Schön blöd. Okay. Jetzt gilt's, meine Lieben. Jetzt muss ich ihn finden. Er hat gesagt, er bleibt oben.
schreib ihm das mal, dass er oben bleibt. Da kannst du ja schon gerne mal Verwirrung. Aber vielleicht ist er davon ausgegangen, dass ich ihm das glaube und macht genau das Gegenteil deshalb. Das könnte natürlich gut sein. Drohender hier schmissen. So wundervoll. Würde ich gerne für immer bleiben. Und Kahn muss einfach mit sein. Er muss einfach hier sein. Das macht das Ganze einfach schon direkt viel schlimmer. Einfach weil Kahn da ist. Mann, wo ist der denn? Meint ihr, Kahn ist das mal ins Kino gegangen? Jetzt bekomme ich langsam schon ein bisschen Stress. Das ist ja eine Kamera. Das ist ja ein Ding. Da hat er die hier versteckt. Okay, warum hat Kahn die Kamera hingestellt? Zur Verwirrung vielleicht. Oder weil er mich erschrecken wollte. Ja, das bist du doch. Nein, Mann! Mann, ich habe mich extra in der Kommentatorenbox versteckt. Tja. Und die Kamera da hingepackt. Tja. Warum suchst du nicht woanders? Warum sollte ich nicht woanders suchen? Es war jetzt auch, es war jetzt richtig knapp, ne? Also ja, noch ein paar Sekunden, ne? Mhm. Hast du mal Glück gehabt? Habe ich wirklich. Oder hast gehabt? Du geschummelt? Nein, habe ich hast nicht. Du über die Kameras geschaut, wo ich Nein, bin? Nein, habe ich nicht. Ich ja. habe da die Kamera stehen sehen. Ja, das war aber extra. So, Leute, das war das Hide and Seek hier im Level in Berlin. Also Nein, gerne. Auf und zu labern, ich will hier gleich einen Film gucken. Ich sitze hier gerade im Kino. Guck mal, dich hat überhaupt keiner nach deiner Meinung gefragt. Nur weil du mich jetzt dreimal gefunden hast in diesem Real-Life-Hide-and-Seek. Ja, einfach mal labern müssen im Kino. Ruhe jetzt. Leute, wenn es euch gefallen hat, das Real-Life-Verstecken-Spielen hier im Level in Berlin, für weitere Infos gerne die Infobox abchecken. Dann gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Schaut gerne auch bei Level vorbei. Vielen Dank nochmal, dass wir hier drehen dürfen. Das ist so cool hier. So, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, es kommt bestimmt noch das ein oder andere Video von hier. Und sonst bei Danja abchecken, auch wenn es ein bisschen langweilig ist. Ruhe jetzt! Ruhe, der Film fängt an. Weißt du, was der Film ist? Ich. Tschö. Ich mach eine Just Dance Party.